Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I Only Love All Asian Ladies, Love Giant. Willkommen, liebe Freunde, im Jahre 2018. Ihr könnt euch mittlerweile also langsam aber sicher angewöhnen, in sämtlichen Formularen und sonstigen Dingen auf jeden Fall nicht mehr eine 7 am Ende zu schreiben, sondern eine 8. Und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr rein erschienen. Falls dem nicht so sein sollte, habe ich heute für euch direkt zum Anfang, zum Einstieg ins neue Jahr, etwas, das euch eventuell helfen sollte, besser rein zu erscheinen in dieses Jahr. Das Intro hätte ich vorher eventuell mal einstudieren müssen, dann wäre das Ganze ein bisschen, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, aber man kann es irgendwie falsch auslegen, habe ich gerade so das Gefühl. Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel, will ich damit eigentlich nur sagen. Und zwar, Animated Jigsaws, hat nichts mit Saw zu tun natürlich. Ja, wohl ein bisschen, das hat ein bisschen was mit Teilen zu tun zumindest. Japanese Women. Definitiv ein Game, bei dem man natürlich denken könnte, hat er der Giant seine Finger im Spiel? No pun intended. Hätte ich definitiv, aber wir werden auf jeden Fall unsere Fingerchen an ein paar Teile. Das werde ich rausschneiden. Genau, worum geht's ja eigentlich? Es ist natürlich Animated Jigsaws, wisst ihr natürlich schon, wie gesagt, hat nichts mit Saw zu tun. Dann kann es eigentlich nur eine Sache sein, nämlich Puzzeln. Und es ist gerade das neue Jahr. Alle sind, man sollte das Ganze ja ein bisschen ruhiger angehen lassen, deswegen hört ihr auch gerade schon die perfekte musikalische Untermalung. Und ich habe mir dieses Game geholt, es war im Sale für 1 Euro tatsächlich und da habe ich mir so gedacht, ja, da schnapp ich auf jeden Fall zu. Generell könnt ihr das Game übrigens erwerben auf Steam für, ich schaue gerade mal für, 9,99 €, also normalerweise 10 Euro, war reduziert um 90%, 99 Cent, also 1 Euro quasi. Und ich habe einen gesehen auf jeden Fall in meiner Friendlist, der sich das Game geholt hat. Auf jeden Fall einen großen Daumen nach oben dafür. Best Game in the History, so viel ist schon mal sicher, my lady. Generell gibt es von diesen Animated Jigsaw Games übrigens mehrere. Das Ganze wurde entwickelt von Bottle Cube Incorporated oder Inclusive oder sonst irgendwas mit INC. Es gibt dafür übrigens noch, ich kann mal kurz schauen hier auf Steam, zu Animated Jigsaws. Es gibt einmal Animated Puzzles, dann Beautiful Japanese Scenery, ebenfalls für 10 Euro bzw. 99 Cent, wenn es im Sale ist. Wild Animals, dann natürlich Japanese Women. Was haben wir denn hier noch so? Kann man das nicht irgendwie... haben wir auch einen Bundle, perfekt. Es gibt den Japan Pack, da ist logischerweise Japanese Women und Japanese Scenery mit dabei. Ansonsten ich auch gerade noch Valiant Knights, anscheinend auch von Bottle Cube, so wie es aussieht. Ja, okay, also es gibt so 3-4 verschiedene Games ungefähr von Animated Jigsaws, alle mit verschiedenen Themes. 2 Stück davon drehen sich quasi um Japan und da kann ich schon mal sagen, Bottle Cube, ihr habt auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren. Ihr wisst, was gut ist und wir wissen natürlich auch, was gut ist, deswegen starten wir. Wir sehen hier übrigens die ganzen Animated Jigsaws, die wir mehr oder weniger freispielen können. Zu Beginn haben wir, glaube ich, nur... das wird ein großartiges LP. Haben wir nur dieses hier zur Auswahl. Dann haben wir, können wir uns auswählen, ob wir mit hier weitermachen oder hier. Also wir sehen, hier haben wir einiges. Alle sind, wie angesprochen, animiert. Das ist übrigens... Das ist alles großartig, aber das ist... Gehen wir erstmal in die Optionen. Wir haben hier Hintergrundmusik, lassen wir natürlich an. Wir hören das gerade. Da sind ein paar gute Samples für mein neues Album eventuell mit dabei. Wir können aus 3 verschiedenen Musikrichtungen auswählen. Einmal... haben wir dieses hier. Oh, Footage used under license from Pixstar. Noto Fonts at Google. Okay. Nummer 2 wäre dies hier. Am besten gefällt mir bisher auf jeden Fall Nummer 3.
Habt ihr ja gerade schon gehört. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen durchswitchen bei den verschiedenen Puzzles. Die Sache, die ich übrigens gesehen habe, wenn ihr einmal eins komplett durchgespielt habt, dann könnt ihr in die Galerie gehen. Boy. Und könnt euch hier unter Informationen einblenden lassen, wie lange oder was eure bester Score ist. Und es gibt verschiedene Pieces. Anscheinend ist es bei jedem Bild so, dass man einmal 60 Pieces hat, einmal 240 und einmal 350. Und dann könnt ihr euch unten eben, ein bisschen abgelenkt, unten einblenden lassen, wie lange ihr letzten Endes, Lady, wie lange ihr letzten Endes dafür gebraucht habt. Sie weiß, was gut ist. So, Bühne auswählen, wir fangen an mit Puzzle Nummer 1. Es gibt zwei große Probleme in diesem LP. Ah, genau, wenn man einmal 60, also man muss zuerst die 60 Pieces spielen und dann kann man auswählen, kann man den nächsten auswählen. Es gibt kein Zeitlimit, außer man hat eben einmal das Ganze durchgespielt und dann kann man eben versuchen, seine Highscore in dem Fall zu überbieten oder unterbieten, bestenfalls. So, oh, das ist cool, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Okay, wir können uns hier Randteile einblenden lassen. Das ist natürlich perfekt. Das ist super, dann wird das Ganze hier ein bisschen geschaffelt. Das ist irgendwo in der Mitte. Ich brauche auf jeden Fall die richtigen Randgruppenteile. Also links oben, rechts oben und so weiter. Nee, das ist auch keins. Wir können ja, also hier in der Mitte ist quasi das Bild. Das heißt, hier rechts können wir uns so ein kleines Plateau errichten. Das müsste auf jeden Fall hier sein. Das ist perfekt. Das ist wieder eins für die Mitte. Das brauchen wir auch nicht. Aber ja, es gibt, glaube ich, zwei große Probleme übrigens in diesem LP. Einmal ist es, glaube ich, generell schwer, Puzzle Games einmal zu kommentieren. Und zum anderen lenkt mich das Bild ab. Je nachdem, wie viel wir von diesem Bild eben dann letzten Endes erreicht haben, logischerweise. Aber das kriegen wir alles schon irgendwie hin. Das ist ja, wir haben ja gesehen, dass, also ich werde nur die 60 Pieces übrigens let's playen. Die ganzen höheren, die werde ich dann privat machen. Mehrfach. Davon abgesehen. Ah, perfekt, okay. Aber man kann hier auch ein bisschen Trial and Error mäßig vorgehen. Genau. Was ein bisschen lame ist, aber hey. Es funktioniert. Schauen. Okay, das ist definitiv eine billige Methode, aber wie gesagt, das Game war 1 Euro. Von daher, why not? So, dadurch, dass das Ganze übrigens animiert ist, ist das Ganze natürlich auch ein bisschen schwerer, aber ich habe versucht, hier weniger zu cheesen und das Ganze hier im richtigen Skill walten zu lassen. Hier haben wir die ganzen inneren Teile. Ich schaue gerade mal. Ja, das ist ein Teil, das gefällt mir schon mal sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Moment, die ganzen Dinger mache ich mal hier an die Seite. Und dann konzentrieren wir uns erstmal auf das Gesicht natürlich. Das ist das Wichtigste. Das war anscheinend die Mitte. Okay. Nehme ich. Hier haben wir ein Ohr für alle Ohrfetischisten. Aber jetzt sagen, das hier ist auf jeden Fall nicht am richtigen Fleck, weil das wäre ein bisschen merkwürdig. Aber ja, so habe ich es übrigens zu Beginn auch gemacht, als ich das gerade privat gespielt habe. Müsste hier sein. Ja, okay. Ja. Erstmal das Gesicht aufgebaut und dann alles rundherum quasi. Denn das Gesicht ist hier auf jeden Fall das Wichtigste. Ich sehe da ein Auge. Und das gefällt mir. Ne, okay, das war falsch. Ah, das macht das Ganze irgendwie fast schon ein bisschen zu einfach, wenn man einfach random irgendwie quasi hier so vorgehen kann und dann das Ganze richtig kriegen kann. Nee. Ja. Okay, ich glaube. Ja, okay, mit dem Ganzen hier sind wir auch gerade zentral. Das ist super. Hier oben sehe ich noch was. Das könnte in die Mitte. Nicht ganz. Aber fast. Auch noch einen Teil vom Mund auf jeden Fall. Das ist definitiv korrekt. Das können. Ne, Moment, da war ein Teil vom Ohr. Das heißt, es ist irgendwo weiter hier links. Oder nicht?
Oder wie funktioniert die menschliche Anatomie? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment, das müsste ich hier hinkommen, genau. Ah ja, okay, hier haben wir's. Das Stück, nach dem ich schon seit längerem gesucht habe. Ich finde die größtenteils nur die Sachen, die hier... Na, wollte gerade sagen, die Sachen, die hier oben hinkommen, das müsste hier sein. Ja, genau. Dann haben wir hier nicht mehr viele Möglichkeiten, außer das. Und dann... Yes, boy! Yeah! M'lady, sie sind fast komplettiert. Nur noch ein paar kleine Schritte und wir haben's. Also zumindest den wichtigsten Teil des ganzen Puzzles. Ich seh das Piece. Ich seh das. Jetzt sehe ich's nicht mehr. Jetzt sehe ich's wieder. Perfekt. Oh ja. Ah ja, boy. So, dann brauche ich noch einen Teil von ihrer Haut. Oh, sorry. Und wenn das hinhaut. Da haben wir's. Nicht? Verdammt. Hier war's, genau. Ja. Genau, diese Pose gerade eben. Da kann ich perfekt sehen, was dieses Piece hier letzten Endes ist. Ja. Und dann haben wir hier... Haben wir das Piece hier irgendwo? Moment, das ist hier... Das läuft ja hier. 60 Pieces ist ja easy. Shit. Okay, war mir eigentlich schon fast sicher. Ein bisschen schwerer ist die ganze Chose hier links, weil wir da halt echt nur diesen, den Teil von dem Schirm haben. Hier rechts geht's noch. Ja, ja. Okay. Und bam! The Giant is happy. Ja, wobei, hier ist es noch nicht ganz perfekt. Das ist noch ausbaufähig. Aber da kriegen wir hin. Ich habe das Coole bei diesen, bei solchen LPs ist auch, wenn man am besten seinen Computer oder in seinen Computerscreen reinhämmern möchte, weil man die ganze Zeit schon das Piece nicht sieht und sich denkt, warum dieser verblödete YouTuber dieses scheiß Piece nicht sieht. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, bei mir ist es, ist es gegeben, auf jeden Fall. Gegeben. Scheiße. Das, hätte ziemlich souverän ausgesehen, falls es das Piece gewesen wäre. Fast, ne? Aber eben nur fast, das ist so das kleine Problem. Ich suche gerade immer noch nach diesem Piece hier und bin dann irgendwie immer ein bisschen sidetracked. Moment, nach links muss das raus penetrieren und rechts... das ist auf jeden Fall ein Piece für hier. Für hier. Und okay. War nicht beabsichtigt, aber okay. Und das sieht eigentlich... Stop. Ah, nee, nicht ganz. Ich sehe es gerade, ja. Ah, dann passt... Dafür passt es hier. Ja. Hier. Zack. Super. Alles, während ich auf der Suche nach den Dingen hier bin. Perfekt. Puzzle Games in a Nutshell. Moment, nach links brauchen wir einen Pinöppel. Das hier? Hier. Nee, fuck. Gibt's doch nicht. Und rechts muss es eingedrückt sein. Ach, und oben darf nichts sein. Hier. Natürlich. So, das ist hier. Yes! Ich sag ja, die rechte Seite hier, die ist leicht. Das kann man jetzt auch wieder falsch auslegen, vor allem was meine Nationalität angeht, aber hey. Ja. So, dann brauche ich das hier. Genau. Oh, ob wir da eventuell den Highscore nochmal schlagen, ist die Frage. Ah, sind auf einem guten Weg. Mhm. Extra Motivationsboost nochmal. Zack. Naja, muss sagen, wenn man eben zuerst hier zentral anfängt, ist es schon definitiv, zumindest für mich, ziemlich schwer.
mich auf den Rest des Puzzles zu konzentrieren. Das ist ein kleines Problem. Ich glaube, das war ein bisschen kontraproduktiv, dass ich damit angefangen habe. So. Okay. Easy. Jetzt brauchen wir noch eines, das oben glatt ist. Da müsste nur noch eins übrig sein eigentlich. Wenn ich es dann mal finden würde. Ja. Nice. Links brauchen wir noch eins. Da ist es. Okay. Ja, das passt nicht. Das passt allerdings. Sah fast gut aus. Ich glaube, so viele, die hier unten eine Auswölbung haben. Nee, gibt's definitiv nicht. Da haben wir es auch schon. Es kann sogar ziemlich intensiv werden mit der Zeit. Ja, zumindest wenn man versucht, sich zu steigern. Ah, fuck. So. Okay. Dann brauchen wir eventuell... Ja. Definitiv das. Ja, nee. Aber hier. Ja. Verdammt. Es sieht aber doch ganz gut aus, aber irgendwie funktioniert es dann doch nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, das hätte ich gerade hier in der Animation mal schön erspähen können hier. Easy. Shit. Fuck. Sagte er und failte mit den letzten vier Pieces, die verbleibend sind. So. Zack und bam. Und wir haben sogar die Zeit vorher geschlagen. Bester You Win Screen in Gaming History. Hashtag just saying. Wunderbar. 10 Minuten irgendwas, glaube ich, waren das. Auf jeden Fall, Milady. Oh yeah. Was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Also 10 Minuten irgendwas, glaube ich. Können wir mal kurz schauen. Ja, das war definitiv ein besserer Run. 10 Minuten 44 haben wir hierfür gebraucht für 60 Pieces und können dann versuchen, das Ganze mit 240 und 350 Pieces zu machen. Genau, momentan können wir uns nur die diese Kollegin anzeigen lassen, was natürlich ist perfekt. Hab da kein Problem mit. Und sie anscheinend auch nicht, ja. Sie hat definitiv auch kein Problem mit. So, genau, als nächstes können wir dann auswählen, entweder dieses Puzzle ebenfalls mit 60 Pieces oder dieses. Allerdings heben wir uns das natürlich auf für Part Nummer 2 in Sachen, oder im LP zu Animated Jigsaws Japanese Women. Game of the Year, auf jeden Fall mittlerweile schon Seal of Approval vom Giant. Ich hätte gerne mit daran gearbeitet, dann hätten wir da ein bisschen mehr Content noch reingebracht. Vielleicht gibt es da irgendwann DLC. Muss ich eventuell mal mit den Developern mal ein ernstes Wörtchen reden, weil so geht's ja nicht. Also wenn Animated Jigsaws Japanese Women, dann auf jeden Fall auch richtig. Übrigens können wir sogar auch das hier auswählen, sehe ich gerade. Perfekt. Aber gut, das war's zumindest mit Part Nummer 1 von Animated Jigsaws Japanese Women. Im nächsten Teil werden wir uns dann dem nächsten Jigsaw-Puzzle eben letzten Endes widmen. Wird zum Glück um einiges leichter als Saw. Der Witz kommt noch ein paar Mal, glaube ich. Der wird mit der Zeit, glaube ich, auch nicht älter. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich noch einmal, dass ihr ins neue Jahr gut rein erschienen seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil von Relaxed LPs. Game of the Year, Animated Jigsaws, Japanese Women Edition, wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde und Miladies.